Hoho. Ja, letzte Folge ein paar Mal gestorben. Aber diese Folge werden wir jetzt endlich mal hoffentlich zum Freedom Trail, Wenn wir noch beziehungsweise. lange hier bleiben, haben wir bald deutlich mehr Gliedmaßen und Oh. weniger Haare. Da hast du recht. Und deswegen wollen wir hier auch nicht so lange bleiben. Massachusetts State House. Okay. Boston ist ja die Hauptstadt, glaube ich, von Massachusetts. Und, tja, scheinbar müssen wir da hin. Okay, Kinderwagen. Lass da kein totes Kind oder sowas drin liegen. Geht noch. Puh. Aber kippen. Das ist auch schön. Ja, da haben wir 8 Meter. Da geht's in die U-Bahn. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir da mal rein, ne? Denn so sagt uns die Quest. Bin ich gespannt. Also gespannt, wie lange der Ladebildschirm diesmal ist. Was da passiert, ist mir ja dann doch eher egal, ne? Ist ja Schnuppe. Och komm, die Ladezeiten sind echt der Horror. Du hast keine Probleme damit, Ärger zu finden, oder? Ne. Ist das ein Problem? Ganz und gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ist doch ein aufregendes Leben, passt doch. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. Ärger bekommen, das machen Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Aber das Ding ist ja, ich will eigentlich nur meinen Sohnemann finden. Aber ich flirte mal mit dir, ne? Läuft schon. Ich hätte es mir nicht anders gewünscht. Ich mag es, wenn du in der Nähe bist. Und es ist besser, wenn man aufeinander aufpasst. Also, willst du hier verschwinden? Nee, ich will hier eigentlich eher reingehen. Was ist denn da unten los? Da hat sich doch was bewegt. Flüssigkeitsspender. Und Skalpell nehmen wir auch mit. Wenn ich So. dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau Okay. dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht. Hallo Freund A. Die Todesschütze. Und Piper geht direkt vor, ey. Die hat auch echt keinen Sinn darin gesehen, weiterzuleben oder was, ey. Geschweige denn wir. Oh, kann ich hier durchballern? Das wäre natürlich cool. Hoffentlich hast du dein Testament Nein. gemacht. Doof eigentlich. Hey, ich brauche Unterstützung. Wer will den Los! Detektiv befreien? Legt ihn um! Das ist mein Plan, da hast du recht. Oh. Aber das Coole ist ja, hier trifft er uns auch nicht. Piper schon. Aber wenn die sich auch so doof dahin stellt, hat sie Pech gehabt. So, du wirst auch nochmal ein bisschen angefackelt. Malone macht Socken Und heute auf deine dich noch. Eingeweiden. Komm, so. Ja, haben wir doch Ruhe. Ja, komm, Piper. Wenn du auch immer so dumm vorläufst, ne? Meine Fresse, ey. So. Ja. Dann gehen wir mal wieder looten. Nehmen wir mit. Das brauchen wir alles nicht. Obwohl, so ein Anzug wäre auch cool. Ja. Patronen nehmen wir mit. Und Rattengift nehme ich auch mal mit. Kaffeekanne? Ja. Gut, dann fangen wir hier mal an zu durchsuchen. Warte mal, was haben wir denn jetzt überhaupt? Sind wir überhaupt an der richtigen Stelle? Warte mal, Daten. Quests. Achso, nee, Statistiken nicht. Daten. Aufgaben, so. Sei mein Valentine, folge dem Freedom Trail, ja. Das will ich gerade machen. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür an der richtigen Stelle bin. Aber da ich diesen Nick Valentine-Namen schon gehört habe, denke ich mal, kann das hier ja nicht ganz verkehrt sein. So, Esotronic. Schemmliges Essen. Schmeckt auch gut.
Gucken wir mal hier hinten rein. Da haben wir ein Terminal. Das gefällt mir ja schon mal gut. So, Kronkorken gefallen mir auch sehr gut. Terminal, benutzen wir mal. Ja, Hinweis, Terminal abgeschaltet. Schön, eine U-Bahn-Karte haben wir doch, glaube ich. Funktion deaktiviert, abgeschaltet, ja. Was hat denn für eine Nachricht? Das wissen wir doch schon. So. Okay. Auch geil, sie wurden an folgendem Ort zugewiesen. Mitarbeiter gekündigt. Danke, wir freuen uns darauf, noch viele weitere Jahre mit Ihnen zu arbeiten. Nicht. Okay, also hat Voltec auch die U-Bahn-Stationen hier aufgekauft, teilweise. Und ich weiß nicht, irgendwie scheint ja Voltec so ein bisschen das Institut zu sein. Okay, gehen wir mal hier hinten rum. Was ist denn hier noch los? Die Waschräume. Benzinkanister und eine ganz, ganz arme Seele. Was ist denn das? Schöner Emaille-Eimer. Im Klo ist auch nichts. Okay. Was haben wir hier? Was? Warum? Was? Ach, Piper raucht erstmal eine. Na klar. Ist ja richtig. Hier machst du gemütlich, ne? Okay. Toilette öffnen. Nein! Wer macht denn sowas? Ist doch hinterhältig. Macht man doch nicht. Plastikkürbis ist cool, aber brauche ich nicht. Was liegt da noch? Abraxo Putzmittel. Na komm, egal. So, ja, hier gibt es ja nicht mehr. Nicht mehr mehr. Dann gehen wir mal in einer anderen Richtung weiter. Nämlich hier. So, lecker Nuke Cherry und eine Nuke Cola. So, ne, hinsetzen will ich mich nicht. So, ich bin hier aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, weil nämlich das Questziel mir immer noch angezeigt wird. Das nehmen wir mit. Okay, und hier haben wir schon wieder. Moment mal. Genau. Was? Moment mal. Bleib mal stehen. Nee, naja, gut, okay, der war jetzt ein bisschen doof, aber. So, brennen bitte. Brennen nochmal. Da sind noch welche. Da ist hier unten noch einer. Brennen. Ah ne, der kann explodieren. Ich verstehe das auch nicht. Oh, ich muss unbedingt mal schnell irgendwas futtern. Inventar, Hilfsmittel. Was haben wir denn noch schönes? Meierlöckfleisch. Schimmeliges Essen. Ja, lecker. Stimpack. Komm, hauen wir uns eins rein. Und dann hauen wir uns noch so einen Süßkuchen rein. Lecker. Und dann verpisse ich mich hier mal kurz. Ja, ja. Und wieso haben wir denn jetzt noch nicht wieder volles Leben? Ist ja seltsam. Na gut, dann hau ich mir noch so ein Todeskrallensteak rein. Und jetzt gibt's aber auf den Sack für euch, meine lieben Freunde. Oh, erstmal nachladen. Ist eigentlich ein geiles Gewehr, was der Typ mir da gegeben hat. Oh, da ist er. Hab ich keine. Moment mal, ich habe doch noch Dingens gehabt. Waffen. Rechtmäßige Herrschaft und Splitterminen. Ich muss doch noch. Ja, jetzt, wo ich sie benutzen kann, hau ich die aber auch raus hier ohne Ende, wa? Na gut, dann. Wenn
So, auf den Kopf. Und noch ein. Da liegt er. Der auch. Aber nicht mehr von dir. Ach. Ach, Freunde. Okay, ein legendärer Gegner. So, da einer ist da noch, aber den kaufen wir uns mal so. Na komm, fall um. So, jetzt haben wir Ruhe. Aus Piper, da, die wird wieder mal gestimpackt. Ich könnte den Mann küssen, der die Stims erfunden hat. Ja, wenn da ewig vorläuft, kann ich mir das vorstellen. So, Patronen. Eichhörnchen am Stiel nehmen wir mit, Kaugummi nehmen wir mit, So, Maschinenpistole brauchen wir nicht. So, legendärer Todesschütze. Hm. Aber nur weil es eine epische Waffe ist. Okay, die macht ordentlich Verstrahlung. Ja, nehmen wir mal mit. Und das nehmen wir auch mit. Jetzt kann ich schon wieder nicht mehr rennen. Was ist das? Taktisch gehärtete Maschinenpistole. Okay, dann packen wir die normale Maschinenpistole mal weg. Taktisch gehärtet. Da, Maschinenpistole macht 13 Schaden. Die nur 10. Ja, dann wird die nämlich mal abgelegt. Und was können wir noch wegschmeißen? Da haben wir eine gute 10mm Pistole, dann kommt die auch weg. So. Müssen wir mal wieder rennen können oder auch nicht. Sie mussten ja scheinbar wirklich alles aufheben. Tja, immer noch zu schwer. Oh, aber nicht mehr viel. Das heißt, ist in der Kleidung noch los? Haben wir irgendwas, was wir nicht. Warte mal, der macht plus 5 Elektroschaden. Der plus 5, ja. Nee. Dann würde ich sagen, hauen wir nochmal eben. Nee, wir müssen Waffen. Das andere bringt alles nichts. Okay, also Waffen. Brauchen wir denn nicht? Institutgewehr gebündelt. Haben wir noch ein normales Institutgewehr? Jawohl. Dann kommt das nämlich weg. So, jetzt muss es aber gehen. Und wir nehmen wieder die rechtmäßige Herrschaft in die Hand. Okay, so haben wir das. Hier vorne müssten ja auch noch ein paar Leichen rumliegen. Teerbeere nehmen wir mit. Munition nehmen wir natürlich mit. Und das war es. Okay. Okay, da ist nichts. Gucken wir mal hier hinten in den kleinen Raum schnell rein. Aber ja, da ist enttäuschend wenig los. Das hier sind ja immer so Ecken, da würde ich als Spieldesigner ja schön Sachen verstecken. Aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch keiner, weil ich das halt nicht drauf hätte. Tja, was ist hier los? Auch nichts. Da geht es ein Stückchen noch weiter. Okay. Holzkiste entsperren. Aber hallo. So. Geschafft. Na gut, das Right Away nehmen wir mit. Die Haarbürste mal nicht. Da kommen wir nicht durch. So, was ist das? Leeres Kühlmittel. Na, das ist ja ganz vorzüglich. Machen wir auch mal auf. Yep. Einmal Haarklammer in den Moors. Okay. Cool. Draußen schneidet man sich weniger oft an Papier. Aber sowas von cool. Oh. Falle? Kann ich die irgendwie entschärfen oder so? Ah ja. So.
Und kann ich das Ding nochmal aufnehmen? Nee. Schrotpatronen. Gekauft, Mann. Gekauft. So, da ist nämlich ein... Nee, brauchen wir nicht. Telefon brauchen wir auch nicht. Haben wir eh niemanden, den wir anrufen können, weil wir haben ja keine Freunde. Tja, und da ist noch ein Safe und eine Menge Müll. Dann würde ich sagen, Experte. Oh, nice. Das heißt, wir können jetzt auch endlich diese Tür da hinten aufmachen in dem Haus, weil wir Experte aufmachen können. Coole Sache. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Das nehmen wir alles nicht mit. Und was wir hier lassen, ist die... Warte mal, Waffen. Was lassen wir denn hier? Impulsmine. Ja, eine 10mm Pistole, eine normale. Braucht kein Mensch. Gut. Das ist ganz schön viel zum Durchsuchen hier, muss man echt mal zugeben. Aber es lohnt sich ja. Das ist eigentlich die halbe Miete. Ach du Scheiße, ey. Ich hätte mal erst mein Inventar leer machen sollen. Gemütliches Kissen. Na super. Jo, mehr gibt's hier nicht. Ist hier noch los? Zeitungsständer, Mülleimer. Hier gibt es, na gut, immer eine Kiste mit Psychojet und Mad Eggs. Oh ja. Klebeband. Tja, ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwie mal, irgendwann muss ich auch noch mal ein bisschen die, diese Stützpunkte ausbauen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wenn man das so onscreen macht, ist das verdammt langweilig. Vielleicht mache ich da mal irgendwie Special-Folgen von oder so. Muss man sich den Scheiß nicht antun. Okay, hier ist ein Terminal. Sehr cool. Schnapsglas brauchen wir nicht. Terminal, gucken wir mal rein. Achso. Ja, das hatten wir ja schon. Das ist genau das gleiche wie bei dem anderen Terminal. Dann haben wir den großen Vorraum ja schon. Na, was heißt schon? Aber wir haben ihn jedenfalls erledigt. Ist auch geil. Schön mit dem Auto auf den Bahnschienen. Tja. Da ging es nur dahin. Okay. Müssen wir uns jetzt ja mal entscheiden. Entweder diesen oder diesen Tunnel. Dandy Boy, Äpfel. Die nehmen wir mit, weil sie gut schmecken. Tja. Okay, hier ist nicht so viel los. Das freut mich. Frostschutzmittel brauchen wir nicht. Das auch nicht. Oh, Neoco-Cola Quantum. Die nehmen wir mit. Ja, und dann geht es ja nur hier weiter. Ich kann quasi... Ja, weiß ich auch nicht. Ich erwarte eigentlich ewig einen Angriff. Aber da kommt auch gleich der Angriff. Erstmal gehen wir aber da hinten noch kurz mal durch die Tür. Ja, Piper fällt wieder um. Hey. Sag einfach Bescheid. Komm schon. Jetzt bin ich wütend. Blue, wir haben Gesellschaft. So, legendärer Todesschütze schon wieder. Na Mahlzeit, ich freue mich. Ich muss mal eben was futtern. Keine Lust schon wieder zu verrecken hier. Schön zwei Köterkeulen, die schmecken gut. Das ist auch gut für die Haut.
Na gut, machen wir das mal so. Hoffen mal. Der hat gesessen, aber daneben ihm ist noch einer. Der rennt ein bisschen kopflos durch die Gegend, muss man sagen. So, der kriegt auch einen Kopf. Ja, das ging mal voll daneben. Ah. Komm, stell dich doch nicht so weich an, du Lutte. Haben wir. Das war's auch schon wieder. So, Piper, steh wieder auf, Mann. Alte Faulpelzin. Hm. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir nicht mit. Oh, das nehmen wir mal mit. Okay, nett. Ach, du ahnst es doch nicht. Nee, halt, das war doch viel zu viel. Ach. Komm, Putzmittel. Ach, 47 von 35, ja super. Da muss ich ja dann schon wieder Waffen wegschmeißen. Da kann ich mal gerade gucken, ob mein Kreuzschlüssel, der macht 37 Schaden und das Kampfmesser macht 16 Schaden. Aber... Ach, weiß ich auch nicht. Maschinenpistole, Institutgewehr. Ja, guck mal, das Institutgewehr, ich habe die rechtmäßige Herrschaft. Das ist... Dann kann das hier echt mal weg. Dann trage ich aber immer noch zu viel. Eine normale Maschinenpistole kann auch weg. Und jetzt passt es wieder. So, was haben wir denn hier? Bergbauhelm? Na, ist mir egal. Obwohl, der hätte vielleicht eine Lampe dran, aber naja. So, die nehmen wir mit. Tja, ich mag es ja kaum sagen, aber ich werde jetzt hier noch kurz den Raum durchsuchen und dann sind wir auch schon wieder durch mit der Folge. Das geht aber auch schnell immer. Eigentlich sind wir nämlich jetzt schon seit 2 Minuten mit durch, aber... Aber das will ich noch eben... checken. Okay, also mehr gibt's... Den hatten wir schon durchsucht. Mehr gibt's hier nicht. Und, Vault 114. Okay. Na gut, da bin ich gespannt, was im Vault 114 auf uns wartet. Und ich würde sagen, bis morgen, ne? Da gucken wir uns das dann mal an. Ciao, ciao.